Artikelnummer SCP-1933. Objektklasse: Sicher. Sonderverwahrungsverfahren: SCP-1933 ist in einer Standardzelle für risikoarme Objekte mit der üblichen Grundausstattung verwahrt. Er muss täglich mit 2 Litern irischem Whisky, 500 Millilitern Doppelrahm mit einem Fettgehalt von nicht weniger als 48%, 25 Gramm Puderzucker und 20 Millilitern raffiniertem Pflanzenöl versorgt werden. Da SCP-1933 nicht bereit ist, sich um die grundlegende eigene Hygiene zu kümmern, muss er wöchentlich von Level-3-Mitarbeitern ausgezogen und geduscht werden. Sein Bart und seine Nägel sind auf monatlicher Basis zu stutzen. Seine verschmutzte Kleidung ist leicht entzündlich und stellt eine Brandgefahr dar, weshalb sie aus Sicherheitsgründen verbrannt werden muss. Beschreibung: Bei SCP-1933 handelt es sich um einen fettleibigen weißen Mann mittleren Alters in einem konstanten Zustand mittlerer bis schwerer Intoxikation. Die Körperflüssigkeiten von SCP-1933, einschließlich intrazellulärer und extrazellulärer Flüssigkeiten, bestehen vollständig aus einer Substanz, die in ihrer Zusammensetzung mit dem alkoholischen Getränk Irish Cream identisch ist. Diese Substanz erfüllt die Funktionen der Flüssigkeiten, die sie im Gewebe von SCP-1933 ersetzt, angemessen, obwohl sie normale biochemische Prozesse, die für das Leben unerlässlich sind, unmöglich machen sollte. Unsere Wissenschaftler konnten bisher nicht feststellen, wie sie dies ermöglicht. SCP-1933 ernährt sich von Sahne, irischem Whisky, Zucker und raffiniertem Pflanzenöl, den Grundzutaten der meisten kommerziell hergestellten Sorten von Irish Cream. Er zieht es vor, seine Ernährung mit kleinen Mengen verschiedener Kräuter und Aromen, meist Kaffee, zu ergänzen, aber diese sind für sein Überleben nicht notwendig. SCP-1933 ist nicht in der Lage, Dinge zu verdauen, die nicht zu den Standardbestandteilen von Irish Cream gehören, einschließlich bereits fertig hergestellter Irish Cream. SCP-1933 zeigt Symptome, die mit akuter Unterernährung übereinstimmen, wenn sein Blutalkoholgehalt den Bereich von 15-20%, der typische Alkoholgehalt von Irish Cream, deutlich unter- oder überschreitet. Die Körperflüssigkeiten von SCP-1933 sind für den menschlichen Verzehr geeignet, wenn innerhalb von 24 Stunden maximal 25 Milliliter aufgenommen werden. Sollte ein Subjekt diesen Grenzwert überschreiten, besteht ein erhebliches Risiko, dass alle seine Körperflüssigkeiten in Irish Cream umgewandelt werden. In diesem Fall ersetzt die Substanz nicht, wie bei SCP-1933, die Funktion der von ihr ersetzten Flüssigkeiten und erweist sich dadurch als tödlich. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Körperflüssigkeiten eines Objektes in Irish Cream umgewandelt wird, steigt um etwa 5% für jeden zusätzlichen konsumierten Milliliter. Es ist nicht bekannt, ob die Körperflüssigkeiten der Opfer von SCP-1933 die gleichen anormalen Auswirkungen hätten wie die Körperflüssigkeiten von SCP-1933, wenn sie verzehrt werden würden. Vor der erfolgreichen Verwahrung war SCP-1933 chronisch obdachlos, schlief entweder auf der Straße oder in verfallenen Gebäuden, trug jederzeit ein Weihnachtsmannkostüm, stahl Geld, um die für sein Überleben notwendigen Lebensmittel und Getränke zu kaufen, und sammelte seine Körperflüssigkeiten in Flaschen. Er versuchte zwischen dem 24. Dezember, Heiligabend, und dem 25. Dezember, erster Weihnachtsfeiertag, in Häuser einzudringen und grob verpackte Flaschen mit seiner Körperflüssigkeit neben andere verpackte Geschenke zu stellen, mit der Absicht, dass diese später ausgepackt und konsumiert werden. SCP-1933 behauptet, dass diese Aktivität durch den wohlwollenden Wunsch motiviert war, Menschen Geschenke zu machen, und weigert sich anzuerkennen, dass seine Körperflüssigkeiten tödlich sind, wenn sie in großen Mengen konsumiert werden. Es konnte nicht festgestellt werden, ob SCP-1933 sich dieser Wirkung wirklich nicht bewusst ist, nicht bereit ist, dies zu akzeptieren, oder ob es versucht, böswillige Absichten zu verbergen. Der allgemeine Konsens unter den Mitarbeitern der Foundation, die SCP-1933 studiert haben, besteht jedoch darin, dass ersteres die wahrscheinlichste Option ist.